jetzt gehen wir mal raus und gucken, wie hell hell wirklich ist. Bin mal gespannt. So, jetzt sind wir draußen. Es ist dunkel. Und wir gucken mal, wie hell hell ist. Leuchten. Film mal hier unten auf der Wiese. Also, wenn das nicht hell ist, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, da kann man auch noch fokussieren. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil es regnet. Riesenkreis. Ja, so viel brauchst du ja im Prinzip ja nicht. Hier kannst du schön. Kannst du selbst die Wassertropfen da unten erkennen. Wenn du das halt nur so machst, das ist halt. Also ich finde, das ist okay. Und hier sind dann ein bisschen was dunkler. Und da ist Flashlight, blinken und aus. Und jetzt gehen wir erstmal rein und machen den erstmal nochmal drinnen. So, wir sind jetzt wieder drinnen. Wir haben die ja draußen getestet. Ihr habt ja gesehen, wie hell sie ist und dass man das halt auch schön mit rausziehen, fokussieren kann. Finde ich sehr gut. Die ist auch wirklich sehr gut verarbeitet, alles aus Metall. Was ich sehr gut finde, ist halt auch, dass man halt hier nicht nur ein USB-C zum Laden hat, man hat auch ein USB-A. Da kann man dann praktisch auch die Lampe als Akku benutzen für das Handy, wenn jetzt Notfall ist gerade oder so. Und ich habe jetzt hier gerade den 26650 drin, also den großen Akku. Der ist auch mit bei, der ist auch von Shadowhawk gebrandet. Viele Dampfer kennen den. Ich habe auch das passende Ladegerät dafür. Da braucht man natürlich ein passendes Ladegerät oder man ladet ihn dann halt immer im Gerät. Und für die Notfälle oder wenn man weiter weg ist oder länger draußen ist, ja, dann ist es halt so, was machen wir denn da, wenn der Akku jetzt hier leer ist? Wir haben ja in der Wildnis oder was weiß ich, nicht immer die Möglichkeit, die Lampe zu beladen. Da ist dann halt dieser Nothilfe-Akku mit bei, würde ich es mal nennen. Da kommen einfach drei ganz normale Batterien drin. Das ist eine Plastehülle. Kennen einige vielleicht schon von anderen Produkten. Und da sind dann drei normale Batterien mit bei. Die sind auch beim Kauf der Taschenlampe mit bei. So wie der große 26650. Und dann macht man die hier rein. Und wenn die leer sind, dann, warte mal, so. So, hier ist der Akku da. Und wenn die dann leer sind hier, dann kann man die einfach ganz normal austauschen. Dann das hat man erstmal den vollen Akku so drin und dann nimmt man die. Und die kriegt man ja im Laden. Da kann man 3, 4, 5, 6 Stück mitnehmen. Je nachdem, wie lange man unterwegs sein will. Und dann kann man die da reinmachen. Und dann passt es. Und super ist halt auch, dass du dann halt dein Smartphone dadurch auch noch beladen kannst. Wenn mal Not am Mann ist, dass du halt vielleicht noch Notarzt oder was weiß ich rufen kannst. Kannst du denn dein Smartphone aufladen mit dem USB-A zu USB-C oder Micro-USB, wenn man noch ein älteres hat. Und der USB-C ist zum Beladen der Lampe. Dann haben wir auch ein schönes Set. Wir haben halt praktisch ein schönes Case, wo die Lampe dann drin geliefert wird. Da ist dann halt die Lampe drin, der 26650, dieser Nothilfe-Akku, würde ich es nochmal nennen. Dann haben wir hier USB, den habe ich hier in die Taschenlampenpackung gemacht, also in die Halterung für den Gurt gemacht, für den Gürtel gemacht, damit der nicht abhanden kommt, der ist da drin. Dann kann man sich das schön anhängen und die Taschenlampe reinmachen. Und was ich ganz toll finde, was ich auch nicht gewusst habe, dass das mit bei ist, das ist so ein kleines, ja, Notlämpchen, ja, was trotzdem sehr hell ist, um sein Schlüsselloch zu finden. Oder halt mal den Weg zum Klo oder was weiß ich. Find ganz super. Und alles halt. Muss ich das erstmal hier beiseite machen. So. Alles halt in so einem praktischen Case. So. Hier ist jetzt die Schnur davor. So. Alles in einem praktischen Case. Da geht auch nichts verloren. Achso, ich habe das jetzt mit eingeklemmt.
So, die Taschenlampe hat ja auch nochmal so einen Halter, dass man besser halten kann. So, jetzt aber. Jetzt habe ich die Schnur wieder eingeklemmt. Ach. Ja, das macht sich halt so, wenn man so drauf guckt, gerade so ein bisschen kontraproduktiv. So. Dann hat man halt hier so ein schönes Case. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich es im Case in Flur einfach stellen werde. Das wird unser Notlicht. Wenn Stromausfall ist oder sowas. Man muss ja. Haben wir ja schon öfters mal gehabt, dass sie hier Kabel, weil wir haben jetzt demnächst auch wieder Bauarbeiten in der Straße weiter. Wenn sie da mal wieder den Stromkabel durchtauen und dann hat man hier wieder nichts an Licht, ja, da ist es dann halt schon gut, wenn man sowas im Flur parat hat, dass man wenigstens die wichtigsten Wege gehen kann und nicht auf die Fresse fliegt und Licht hat, wenn man dann auch nochmal raus müsste zum Beispiel, ja, weil draußen ja auch dann nichts beleuchtet ist. Ja. Finde ich sehr gut. Von mir einfach, von mir eine klare Empfehlung. Wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich hoffe, ich konnte euch das Produkt ein bisschen gut zeigen. Das ist jetzt halt blöd gewesen bei dem Wetter mit zeigen, weil es regnet und schifft bei uns seit Tagen und ist halt nicht schön und arschkalt. Aber ich hoffe, ihr konntet ja trotzdem sehen, dass man weit sehen kann damit und dass sie wirklich, wirklich hell ist. Und ich bin jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.